Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es ein Gameplay Team Deathmatch auf der Map Hainan Resort. Das Ganze erspielt vom Illuminati DX Gaming und der Kollege spielt mit der AK-5C mit Cobra, Rotpunktvisier, Laserpointer, Mündungsfeuer und Kurzgriff. So, und jetzt kommen wir, Freunde, zu den Eckdaten und Rahmenbedingungen für das Go-Kart-Event, liebe Freunde. Und ich bin stolz. Ihr hört es schon. Ja, der Commander-Krieger hat verdammt gute Laune und so ist es auch. Ich grinse hier wie ein Honigkuchenpferd. Wenn ich keine Ohren hätte, dann müsste ich wahrscheinlich im Kreis grinsen. Freunde, es wird mega geil. Mega geil wird es und ich habe heute eine Menge Informationen. Also spitzt die Öhrchen, lehnt euch zurück. Lasst euch von meiner Stimme heute mal gemütlich die Ohren massieren. Es wird mega geil. Erstmal kommen wir zur Teilnehmerliste. Das ist das, was alle Leute interessiert. Wer ist mit dabei? Es ist mit dabei Brogaming HD, The Cresenio 87, Ahornente, Puster 82, Nela. Für die Leute, die jetzt fragen, Nela? Ja, die Dame von ProSieben. Montana Black 88, Reven Side, der Kollege vom Minecraft Galaxy Projekt. 61 Minuten 6, vermutlich zu 99% mit Janna. Die wird da auch noch einen Go-Kart werfen. Mrs. Vlog ist dabei. Dann unser Kollege, yo, wahrscheinlich, der InScope 21 ist hundertprozentig mit dabei. Flying Uwe ist mit am Start. Debito LP ist mit am Stissel. Der Tuttle ist dabei. Der Commander Krieger darf natürlich nicht fehlen. Dena ist mit dabei. Elotrix HD. Und für die Leute, die jetzt direkt in die Kommentare schreiben wollen, Elotrix, wird er sich zeigen? Ja, der wird sich schon auf der Gamescom zeigen. Müsst ihr mal ein bisschen seine Videos und seine Livestreams verfolgen. Dann wüsstet ihr das, liebe Freunde. Auf jeden Fall, der ist auch mit am Start. Ungespielt ist mit am Start. Simon Desio. Dann vier Leute von den Pete's Meets. Wer es genau sein wird, darüber dürft ihr euch gerne in den Kommentaren auslassen. Ich vermute, dass es Brammen, Hardy, Chris und Jay werden. Es kann natürlich auch anders kommen. Schreibt in die Kommentare eure Vermutungen. Ich bin gespannt, wie ihr tippt. Dann beide Außenseiter werden mit dabei sein und die Krönung des Ganzen mit ja, 1,8 Millionen Abonnenten, LeFloid. So, es gab natürlich auch ein paar andere YouTuber, die ich gefragt habe. Gronkh und Sarazza habe ich, wie gesagt, bezüglich mein Video dem Ganzen nicht gefragt. Tut mir leid für die beiden, aber aus Fehlern lernt man. Ich sage ja nur Let's Play Poker, ne? So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Gronkh und Sarazza, aber so die Art und Weise, egal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich freue mich richtig, dass wir so eine geile, coole Truppe zusammenbekommen haben von insgesamt in der Gesamtreichweite. Das heißt, wenn man alle Abonnenten zusammen addieren würde, wären wir bei über 13 Millionen Abonnenten. Über 13 Millionen Abonnenten erreichen wir mit allen unseren Kanälen. Und ich finde es geil. Ich muss sagen, ich könnte abjizzen. So geil ist es, Freunde. Ohne Witz, ich freue mich tierisch drauf. Und es wird richtig geil. Erstmal nochmal der Termin für das Ganze. Es findet statt am 23. August 2014 in Großzimmern. Ich weiß, das Fahrwerk hat zwei Go-Kart-Bahnen, eine Outdoor-Bahn, eine Indoor-Bahn und es findet leider Indoor statt, weil da das Gelände auch direkt mit dem Adventure Golf bestens geeignet ist, um ja, so viele Menschen darauf zu lassen. So, es gab auch noch die Frage, wie sieht's aus? Dürfen 15-Jährige mit einem Kartführerschein mitfahren? Da habe ich leider eine traurige Nachricht. Es ist leider nicht erlaubt. Alle Kartfahrer müssen 16 Jahre alt sein, ohne Ausnahme. Es ist super dumm, aber die Versicherung lässt es nicht anders zu. Tut uns wirklich furchtbar leid, wir hätten es gerne anders gemacht. Aber es geht leider nicht. Fürs Go-Kart-Fahren müsst ihr, ja, wie gesagt, 16 Jahre alt sein. Der Vorverkauf, liebe Freunde, der Vorverkauf der Tickets wird am 16. Juni starten. Die Uhrzeit werde ich euch noch in einem weiteren Video bekannt geben, was auch den gleichen Titel trägt und ganz dick und fett Kartenvorverkauf heißt. Ihr könnt via PayPal zahlen und wir haben uns gedacht, ey, 500 Leute, wir kriegen ein bisschen mehr hin auf die Bahn. Es werden noch reine Eintrittstickets oder Eintrittskarten geben. Die werden 2,50 Euro kosten. Und da darf man dann halt nicht Adventure Golf spielen, man darf auch nicht Go-Kart fahren. 2,50 die einfachen Tickets, 10 Euro Adventure Golf und Eintritt oder 40 Euro Adventure Golf, Go-Kart fahren und Eintritt. So, 200 Tickets
Der einfache Bereich, ich glaube 300 Tickets mit Adventure Golf und 200 Tickets nochmal Go-Kart. Ich glaube, so war die Aufteilung, wenn ich mich jetzt irgendwie vertan habe. Tut es mir leid. Ist ja auch scheißegal, Freunde. Es wird geil. Es wird richtig geil. Ihr könnt über den Shop via PayPal zahlen, wo der Shop ist und alles. Das werdet ihr noch erfahren. Ich habe sogar auch mal nachgefragt, wie sieht das aus? Darf der dicke, fette Krieger denn in den Kart? Ja, die Körpergröße und Körpergewicht ist kein Problem. Ich werde zwar vermutlich ein bisschen langsamer sein als die anderen, aber dafür stabiler in der Kurve. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Es wird vermutlich auch für die Leute, die nicht das Glück haben, an dem Tag dahin zu kommen, einen Livestream geben von dem Event. Wie das Ganze aussehen wird, das wird jetzt noch in der nächsten Zeit abgeklärt. Ich werde nächste Woche nochmal zur Bahn fahren mit einem Kamerateam. Wir werden uns das Ganze nochmal anschauen, wo ist was, wie ist was und pipapo, damit wir schon mal so einen kompletten Eindruck haben, wie wir was organisieren können. Es wird geil, Freunde, es wird geil. Und für die ganzen Spackos da draußen, die sagen, hey, Krieger, schon wieder so ein Event, du kriegst es doch eh nicht hin. Doch, und ich habe es alleine hinbekommen und darauf bin ich verdammt stolz. Und da könnt ihr von mir aus jetzt auch gerne den Like-Button vergewaltigen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie geil ich bin. Ich will heute eine Selbstbeweihräucherung sonderesgleichen haben. Ihr dürft mich beweihräuchern. Es wird so geil. Und das Beste ist, alle YouTuber, die an diesem Event teilnehmen, machen das Ganze für ein cooles Event und für euch. Die machen das nicht für Kohle. Keiner von denen kriegt irgendwie von mir einen Euro in den Arsch geblasen oder so. Nee, wir müssen sogar noch Geld selber zahlen, weil wir da hinkommen müssen und alles. Vielleicht noch eine Übernachtung holen müssen. Und all das, all die ganze Scheiße zahlen wir aus unserer Tasche für euch. So, und jetzt seid ihr dran. Ich bin raus. Der Kollege hat einen 14:3 erschnubbelt. Ha! Ist das geil! Gut Schuss übrigens, euer Commander Krieger.